Ja, hallo, liebe Freunde des schlechten Gameplays. Willkommen zurück bei Mass Effects Andromeda, hier bei Nachtmaßtraum. Wie ihr seht, bin ich nicht zu der Quest mit dem ersten Mörder gefahren, sondern zum Außenposten. Und dann schauen wir mal, was abgeht. Dort vorne sind Ketten. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Track? Oh, Track braucht Hilfe, schnell. Gehen wir es an! Lade Munition nach! Stirb, Cat! Ryder, wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen. Party? Wo ist die Disco-Kugel? Oh, da kommt Verstärkung. Direkt mal eine Granate rein. Sehr schön. Ich brauche Deckung. Weiter so. Überlebe ich hier nicht lang. Ah, der Anführer ist mal blatt. Oh, schön die Wand kaputt geschossen. Platsch. Ich bin beeindruckt. Solltest du. Ha, geht doch. Alles platt. Diese kleine Waffe in seinen Riesenhänden. Das können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Du musst mitkommen, mein Freund. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut. Aber Sie sind trotzdem von der Nexus. Und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen ja, Sie mir, er ist dabei. In welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Ach, du wärst schon, dass du jetzt gefeuert bist. So, Außenposten noch einrichten hier. Hepp. Strahlung 0,003 Millisievert. Das ist nicht viel. Und plopp, die Gebäude sind weg. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Meinung von meinem Team, was bitte? Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Nein, sie sind unsere Kolonisten eigentlich müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Also ich bin für Wissenschaft. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Ja, und da lädt's wieder. Übrigens, wenn man stirbt, sind die Ladezeiten teilweise echt brutal. Und glaubt mir, ich bin schon einige Male hier unten gestorben. Auch wenn ihr das nicht gesehen habt. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister.
Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Es war die Arbeit vieler. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. Sie sieht so komisch Eos aus. Ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Danke, dass Sie das zugeben. Wir stehen alle auf derselben Seite. So weit würde ich nicht gehen. Oh. Das war jetzt mal ein schöner Schlag in die Fresse. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft. Aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Ich kann auf mich aufpassen. Keine Sorge. In der Pathfinder-Ausbildung lernt man Leute zu durchschauen. Auch Politiker? Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Ja, der kann warten. So. Die sind aber, ey, die sind aber fix, ja? Rapide angestiegen, Pathfinder. Die sind fix. Einmal die Knarre wegpacken und dann laufen wir. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Mach, so, jetzt glaube ich jetzt zum nächsten, zum Tamaris, zu meinem Schiff halt, oder? Ja. Möchte ich aber gar nicht. Möchte ich auch nicht. Was ist denn da hinten noch für ein Fragezeichen? Gerade die Map aufmachen? Da sind auch Quests hier, ne? Ich bin gerade von einem weggelaufen, ne? Ich laufe... Ah, da hinten ist auch noch einer. Hinter von weg. Da. Der Nomad kann hier nicht angefordert werden. Er steht doch schon da vorne. Ich wollte nur Munition auffrischen. In dem Gebäude. Unter mir. Hauptsache erstmal hoch. Vielleicht gibt es dann was wie eine Treppe. Oder auch nicht. Mist. Da, der Charles, der, wie heißt der? Der Kane. Oh, Deckard Kane. Der kann warten. Hep. Gehen wir mal da, da hinein. Wir sind echt fix. Direkt mal zack, 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 Gebäude hochgezogen. Radarschüssel aufgestellt. Als wär's nix. Bestimmt da hinten der. Ah ne, hier. Terminal. Offizielle Anfrage Target Twin. Ah. Okay, neue Quest hinzugefügt. Mit Edison Assistance auf der Nexus sprechen. Uch, jetzt echt. Jetzt hoch zur Nexus. Oh, hier war doch noch eine Quest. Irgendwo hier. Links. Bei dem Fragezeichen. Die Blöcke sprengen wir mal nicht mehr rein. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist so ein riesiges, rundes Ding. Was soll denn da darstellen? Ein Warp-Tor oder was? Ein Sprungtor? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier noch drin? Das ist noch ein besonderes Gebäude. Forschungszentrum. Na dann.
Forschungsdaten, ja. Jetzt zu dem Questgeber erst einmal. Klopf, klopf, wie man zu Hause. Wieder am Terminal. Lese ich mir eh nicht durch. Ich kenne mich doch. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Das schreit geradezu nach Ärger. Die Dienstpläne der Arbeiter sind offen. Moment. Erstmal Logbuch und dann... Ah, da war sie doch, ne? Verstorbener Bruder? Ne. Helios-Aufgaben. EOS. Schockbehandlung. Nexus. Erster Mörder. Dann gucken wir mal auf der Karte, wo wir da hin müssen überhaupt. Da. Das ist ein gutes Stück zu fahren. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Auf zu meinem Nomad, meinem Kakao-Mobil. Bei irgendeinem anderen Let's Player habe ich was von Batmobile gelesen. Ich finde eher, es ist, naja. Es könnte was draus werden mit viel Arbeit. So. Aus dem Weg. Hier komme ich. Mit ihrer Strahlung. Also könnte im Allradmodus schon ein bisschen schneller sein. Definitiv. Bergbau? Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbau-Interface Mineralien extrahieren. Oh, doch nicht aussteigen. Machen wir mal schön Sprung. Hey! Platsch, kaputt, ey. Eigentlich müssen wir beim während dem Fahren immer nur RB drücken, oder? Oh. Ja. Ich drücke nur mal den falschen Knopf. Ziert euch nicht so. Gucken uns erstmal die ersten Mörderquests, ja. Alles Mädchen. Ah, da hinten ist wohl die Anlage dafür. Wusste ich auch, warum das Ding so langsam war. Ich war immer noch im Allradmodus oder schon wieder. Hudus? Klingt irgendwie unheimlich, oder? Hudus. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Aussteigen. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Kackens. Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Kackenfutter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Das ist sein Helm. Ja, ich gehe zu Fuß. Könnte besser sein. Da muss ich nicht mal ein- und aussteigen. Platsch. Ist auch nicht so schwer, die zu erlegen. Da vorne ist was. Noch 70 Meter. Und mein Rider ist gleich außer Atem. Der kotzt gleich. Man hört's. Hm? Alter, warum machen die so Balaber dahin?
Pathfinder. Der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nilken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Ich hab dann hier geballert, da hinten. Da ist richtig Action hier, huh? Ich brauche Deckung, bevor es mich zerreißt. Ja, ich muss ja mal so übermütig sein. Einfach da rein. Ja, alla je. Jetzt lädt das Spiel erstmal eine Stunde. Ja, gucken wir dem Spiel mal beim Laden zu. Ich ziehe meine Zigarette. Warum auch nicht? Mach aber den Ton aus. Ja, siehst du, hab nichts gehört. So, nächster Versuch. Diesmal ein schön. Normal lädt es übrigens länger. Ich jetzt wirklich sehr gewundert, dass es so schnell ging. Ach, da ist erst der Helm. Echt jetzt. Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Nee. Darf ich den ganzen Drecksweg nochmal laufen? Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Lauf, wie lauf. Kennen wir ja. Boah, wie kann man nur so schlecht zielen? Da ist der Helm. Der Brustpanzer. Pathfinder. Der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Ja, wissen wir. Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nilken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das nee, glaube ich auch nicht. Das Werkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Oh, Ryder, gib doch mal Gas. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Er lebt vielleicht noch. Hat sich noch totgestellt. Überraschung. Dann gehen wir mal in das Nest rein. Gibt bestimmt jede Menge Viehzeug. Es ist wirklich ein Kaken-Nest. Ausschwärmen! Kann man hier sammeln? Ah, Material. Stuff. Frisst Handgranaten! Oh. Alles mal schön zerstückelt hier. Hinten liegen die Teile. Bestätige Ausrüstung der Initiative, einschließlich ja, wir Rotze hier aufsammeln. Ich wünschte auch, er würde weiterreden, während ich im Menü bin. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Datenzugriff. Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat zwei Schüsse registriert. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Cat. Das beweist, dass Nilken unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Sieht wirklich danach aus. Scheint eindeutig zu sein. Gute Arbeit. Pathfinder. Es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Ja, dann spiel sie ab. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilken? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Ist das? Ja. Das klingt wie... Bestätige. Stimme als Verdächtiger Nilken identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss noch mal mit dem Mann reden.
Ha, wie lustig. So, jetzt muss ich zu meinem Fahrzeug zurücklaufen, weil ich so dämlich war und natürlich zu Fuß losgezogen bin. Ja, das habe ich schlau gemacht, ne? Einmal Applaus für Nachtmar. Jetzt finde ich nicht mal diese Alien-Basis von ihm. Ich wollte mich eigentlich noch revanchieren für mein Sterben. Ah, da vorne sind ein Haufen roter Punkte. Könnte man richtig sein. Element Zero. Es resoniert jetzt. Wahrscheinlich mit dem Gewölbe. Hey, 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 hey. Du Erwähler, Kopf hoch. Ja, da hat er ein schönes Scharfschützengewehr, benutzt das nicht. Bin unterwegs. Bauf. Na, tat das weh? Kann man auch nicht schießen. Also unfreundlich, eigentlich sehr schussunfreundlich, oder? Ich sehe gerade gar keinen. Ah, da huckt einer. Hey! Der schießt mir durch die Wand, glaube ich. Der auch. Sitzt hinter dem Berg und trifft mich. Scheiße. Hau mal Kopf hoch. Komm. Hallo. Oh. Ärgert mich. Ja, doch, geht mir jetzt auf die Nerven. Kann mich doch nicht treffen, obwohl er hinter dem Hügel sitzt, ey. Dem haben sie doch ins Hirn geschissen, ey. Er sitzt in dem Hügel. Der sitzt da fest. Und ich bin wieder tot. Der sitzt in dem Stein fest, die Drecksau. Also mir reicht's jetzt fürs Erste. Ich mache eine Pause. Morgen geht's weiter mit dem Sterben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.